safe. Ich bin dann lieber vorsichtig. Diesmal verkaufe ich keine Medipacks mehr. Hätte ich zu Anfang echt nicht machen dürfen. Doch Kanister Mittel behalte ich mal. Wahrscheinlich. Ja. Nee. Eintritt Schwerelosigkeit. Isaac, eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Bekomme ich nicht einmal gute Nachrichten? Fragezeichen. Ah, hier kann ich den Sauerstofftank wieder vollfüllen. Mal gucken. Oh, Scheiße. Das wird jetzt was. Geht. Nein! Wie kann ich denn die Dinger rausjagen? Radioaktives Material entfernt. Mhm. Radioaktives Material entfernt. Au. War noch so ein Viech. Jetzt brauche ich Luft. Radioaktives Material entfernt. Ja, ja, so wird Radioaktivität entsorgt. Radioaktives Material entfernt. Das Problem nur, dass ich dabei irgendwie sehe. Oh, oh. Das Problem, das ich, was ich dabei sehe, ist, vermute, ist halt, jetzt überlegt mal, wenn wir selber radioaktiven Müll hätten und wir entsorgen dies im Weltall. Ich weiß nicht, wie lang und wie weit sich eine Radioaktivität halt ausbreitet. Ich brauche Plasma-Kader-Energie. Aber dann hätte ich nämlich gesagt, dann ist das gar nicht mal so ungefährlich, diesen radioaktiven Müll im Weltall zu entsorgen. Weil ich weiß nicht mal, ob radioaktiver Müll verdammt gut brennt. Hoppala, ich hab Schluck auf, ey, verdammt nochmal. Ende der Schwerelosigkeit. Klappe zu.
Ende des Vakuums. Sehr schön. So, hier haben wir einen Shop. So, dann mal gucken. 12, 18, 24. Mal gucken, wie es aussieht. Da. So, müsste reichen. Yep, reicht das mal. Nachladen. Und ich muss da lang. Na Halleluja, das wird was. Auf die Plätze. Eintritt fertig. Los. Eintritt Schwerelosigkeit. Muss ich etwa da raus? Nee. Kann ich auch beinahe nicht glauben. Vor allem. Wenn das doch nicht mal der ganze radioaktive Müll war, hey. Ich krieg echt einen zu viel. Sauerstoff. Was? Ich hab doch... Ich glaube, ich spinne. Ich hab doch Sauerstoff nachgefüllt. So. Da werde ich gleich mal die Quest... Bedienung lesen. Und hops. So richtig schön reingekracht, Wailer. Naja. Da werde ich gleich noch einmal richtig schön Luft tanken. Und los. Etwa dort oben? Falls ich nicht von da komme. Okay. Verdammt, was war das?
Der Typ war flink wie die Sau. Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Und ich sehe es. Boah, es war speichern. Ich sehe es kommt, dass ich jetzt häufig mit Stars arbeiten muss. Da war es vielleicht doch gar nicht mal so verkehrt. Dass ich die Stars-Sachen aufgehoben habe. So, schauen wir mal. Mission. Eins der Waffenmodule der Valor ist bei dem Crash aufgeplatzt und hat hochgradig radioaktive Munition in der gesamten Erzkammer verteilt. Aufgrund des Strahlendecks hat sich die Luftschleuse der Valor automatisch geschlossen. Ich muss die Munition aus der Kammer schaffen, bevor ich an Bord des Schiffes kann. Das wäre USG Valor hat die Frachtbucht geräumt. Ja, ich bin schon wieder müde. Jetzt muss ich den Singularitätskern finden. Was mir ein bisschen zu bedenken gibt bei diesem schnellen Frettchen. Gut, Tod ist tot. Diese Infektion stellt irgendwas Seltsames mit den Soldaten an. Sie alle hatten Ausrüstungen mit eingebauter Stase-Einheit. Und die Infektion scheint die Stase mit dem Fleisch verschmelzen zu lassen, wodurch sie schneller werden. Verdammt schnell. Also, Vorsicht. Als ob ich doch halbwegs recht gehabt. Nur so ein bisschen. Dass es irgend so eine seltsame Seuche sein muss. Geführt. Drei Schuss und er ist hinüber. Ja, und bisschen zu einfach gewesen. Munition. Credits. Alter. Hier. Halleluja.